Seine frühen Kompositionen waren dafür ausschlaggebend, dass er 1961 den Rompreis bekam. Der mit dem Preis verbundene Aufenthalt in der Villa Massimo sollte 9 Monate dauern. Gerd Boda blieb 4 Jahre. In dieser Zeit lernte er seine Frau kennen, die an der deutschen Schule als Musiklehrerin tätig war. In Rom wurde auch eines seiner beiden Kinder geboren. Es muss für ihn eine äußerst positive und bereichernde Zeit gewesen sein, wie Ursula Boda berichtet. Das waren ja nicht nur direkt musikalische, sondern das war Rom überhaupt mit allen Eindrücken, die ihn einfach verändert haben, geweitet haben und in einer ganz spürbaren Weise lebendig gemacht haben, ihn geistig in besonderer Weise in Bewegung gesetzt haben. Es war die Atmosphäre, es waren die Kontakte mit Menschen, mit Musikern natürlich. Man hat dort einem Musiker, einem Komponisten gegenüber ja eine ganz andere Einstellung, als das hierzulande der Fall noch immer ist und damals auch durchaus war. Man hat einfach dort einen Künstler geachtet, jetzt mal unabhängig davon, ob er nun schon erfolgreich war, ob er berühmt war. Und er hat da ganz wunderbare Erfahrungen gemacht von Leuten, die sich unglaublich eingesetzt haben, wenn es darum ging, einem Komponisten zu helfen. Beispielsweise eine Kopistin, die wirklich dann, wenn es darauf ankam, etwas fertig werden musste, Tag und Nacht geschrieben, Stimmen rausgeschrieben hat, mit einer Sorgfalt und einer Schönheit auch der Notenschrift, wie er es nie wieder später erlebt hat. Ja. Also diese Begegnung mit Menschen, auch vielen ganz einfachen Menschen, die man am Alltag traf, die wirklich einfach wunderbar waren, auch in ihrer Unkompliziertheit und ihrer ganz anderen Ausstrahlung. Dann natürlich die Landschaft. Er hat in der Zeit natürlich auch viel von Italien gesehen. Rom selbst ist einfach für ihn unbeschreiblich überwältigend gewesen. 1964 kehrte er zurück nach Deutschland. Nicht etwa nach Köln, damals eines der wichtigsten Zentren sowohl der Dodekaphonie als auch der elektronischen Musik, sondern nach Körbecke am Möhnesee in der Nähe von Soest, einer idyllischen Stadt im Herzen Westfalens, in der in den 60er und 70er Jahren viele Künstler, besonders Musiker, lebten. Flucht in die Stille, titelte die Westfalenpost und traf damit den Nagel auf den Kopf. Gerd Boda war hinter seinem fröhlichen und geselligen Auftreten ein überaus empfindsamer und verletzlicher Mensch und wäre den Machtkämpfen unter den Platzhirschen der verschiedenen musikalischen Richtungen vermutlich nicht gewachsen gewesen. Ja, es war wahrscheinlich auch Angst vor Auseinandersetzungen, also fachliche Auseinandersetzungen, nicht? Dass er schon befürchtet war, ja damals die Komposition, ich sage mal die musikalische Welt, sehr bestimmt war durch bestimmte Richtungen. Den Zusammenstoß, damit fürchtete er wohl schon. Dem wäre er auch sicher nicht gewachsen gewesen, einfach was seine Empfindlichkeit, Empfindsamkeit anging, das hätte ihn wahrscheinlich sehr, sehr fertig gemacht. Es ging gar nicht um Kritik. Berechtigte Kritik konnte er durchaus vertragen, damit setzte er sich auseinander und die konnte er auch akzeptieren, dass man einfach doch diese Methode hatte, einen, der nicht mit den Wölfen heulte, völlig niederzumachen, ne? und totzuschweigen auch. Aber er war vielleicht einfach nicht so robust, dass er sagte, ich nehme den Kampf auf. Er hatte dann mehr erst den anderen Weg gegangen, erst mal ein Oeuvre schaffen, ohne dass ihn jemand dabei störte. Und dann damit in Erscheinung zu treten, was sicher auch für ihn der richtige Weg war, denke ich. In den 60er Jahren vollzog sich eine allmähliche Wandlung im Kompositorischen. Der Klang, der speziell in Deutschland nach 1945 vernachlässigt worden war, wurde zum wichtigsten Parameter. Das kam Boda absolut entgegen, denn die serielle Musik konnte in keiner Weise seiner Vorstellung von Farbigkeit in der Musik entsprechen. Dazu kam, dass er die französische Tonsprache gelernt hatte. Bekanntermaßen hat in Frankreich die Farbe in der Musik eine lange Tradition. Die Klangflächenkompositionen der 60er Jahre, die berühmteste davon ist Atmosphäre von George Ligeti, bestanden nicht mehr aus Akkordfolgen, aus Melodien oder Themen, sondern aus einem Klanggewebe, das sich verwandelt, sich erweitert, sich mischt oder verflüchtigt. Spektrum hat Boda seine Komposition für großes Orchester genannt.
In der sich anschließenden Phase von Spektrum hat er sich fast ausschließlich einzelnen Instrumenten oder Instrumentenkonstellationen zugewandt. Ihn faszinierte die Suche nach neuen instrumentalen Möglichkeiten. Er hatte immer sehr engen Kontakt zu ausübenden Musikern, die häufig neue Werke anregten. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit dem Netherlands Horn Quartett, für das er 3 Werke geschrieben hat. War es eben einfach auch die andere Art, das Horn zu handhaben. Sie selber betonten immer in Gesprächen, dass sie eigentlich diese französische Art, Horn zu spielen, pflegten. Ob das sich im Bau der Instrumente auch ausdrückt, das kann ich nicht sagen, davon verstehe ich nichts, aber im Klang auf jeden Fall, in der Art zu blasen. Und die sich eben entfernt von dem romantischen Hornklang, den man in Deutschland ja vor allen Dingen so im Ohr hatte. Und das hat ihn ungeheuer fasziniert und inspiriert. Eine sehr bewegliche, elegante Beweglichkeit. Der Klang ist vielleicht feiner, weniger voluminös, was nicht heißt, dass sie nicht Volumen entwickeln können, aber durchweg legt man auf eine schlanke Tongebung Wert. Und das natürlich bei 4 Hörnern, die sich dann mischen, umeinander weben, ist das ganz faszinierend, was man dann dazu hören kriegt. Ursula Boder betont, dass sich Gerd Boder ganz bewusst von der elektronischen Musik abgesetzt hat. Er war der Ansicht, dass es der elektronischen Musik nicht bedürfe, um neue Klangbilder zu finden. Bernhard Valerius? Ich glaube, das widersprach ein bisschen seinem Begriff von musikalischem Handwerk. Also ein wichtiges Wort, das er immer wieder benutzt hat, war das in Frankreich gängige Wort Écriture für Stil. Wenn er von seinem Stil oder von dem Stil eines anderen sprach, sprach er von Écriture. Das heißt also, das Schreiben auf Notenpapier war für ihn ein ganz konstituierender Vorgang beim Komponieren. Und das ist ja beim elektronischen Studio eben nicht so möglich. Und bei der Aleatorik ist es nicht gefragt. Er notierte alles aus, auch wenn es rhythmisch noch so kompliziert war, denn er war immer der Ansicht, dass das, was als bewegte Fläche erscheint, im Innern genau festgelegt sein muss, weil sonst das Klangbild bei jeder Aufführung wechselt, und davon hielt er nichts. Gregor Weichert? Es ist eine enorme rhythmische Vertracktheit ihm eigentümlich, die ich manchmal auch monierte. Ich sagte ihm mehrfach, gerne, musst du das denn so kompliziert schreiben? Nicht? Man musste da also Rechenoperationen anstellen von unglaublicher komplizierter, und letztendlich half es gar nichts, weil man dann ein zweites Triolen, Sechzehntel, musste man dann in eine Quintole verwandeln, und derweilen hatte man oben in einem normalen Sechzehntellauf eine Septole zu spielen. Und das war also eigentlich völlig unmöglich. Und da sagte er, ich könnte das auch improvisieren, da aufschreiben, aber ich will eben, dass man sich an dieser Stelle müht, bevor man ins Improvisieren übergeht. Und ich habe das bei der weiteren Arbeit an seinen Werken und auch, wenn ich es Studenten habe spielen lassen, immer wieder bestätigt gefunden. Es ist nicht damit getan, dass man sagt, aha, jetzt nehmen wir mal diese Töne und fummeln da so ein bisschen im Klavier. Und entsteht doch etwas ganz anderes, als wenn man sich bemüht, diese extrem komplizierten rhythmischen Vorschriften einigermaßen zu erfüllen. Es entsteht ein anderes Bild.
so Gregor Weichert, damals Leiter der Musikschule in Soest und guter Freund des Komponisten. Er beschreibt Gerd Boder als eine an den Maler Horst Janssen oder an den Komponisten Max Reger erinnernde Figur. Genauso exzessiv, ein Ungetüm, wie er sich ausdrückt, aber gleichzeitig von einer unglaublichen Feinheit der Seele. Es kam nicht selten vor, dass beide vierhändig spielten, besonders Beethoven, den Boder außerordentlich liebte. Das ging dann immer so um abends um 7 los, dass er dann kam und er hatte dann immer Cognac dabei. Den mochte er gerne. Und dann haben wir Beethoven-Quartette, vierhändige Fassung von Beethoven-Quartette. Ich hatte sämtliche Beethoven-Quartette, Schubert, Mozart-Quartette, das hatte ich alles vierhändig, Symphonien, Halben und so weiter. Und dann haben wir uns hingesetzt. Wir rauchten beide damals, heute rauche ich nicht mehr. Wir rauchten also schwer, die Luft war zum Schneiden dick. Und dann haben wir also um 7, 7:30 haben wir angefangen und uns dann rauchend, eher Cognac trinkend, bis ungefähr 11 durch die Quartette gewühlt. Spielte fabelhaft vom Blatt und es kam dann immer wieder mal vor, dass er dann irgendeine Dissonanz bei Beethoven aufspießt und sagt, ist genau wie bei mir, ist ganz genau wie bei mir. Und danach sagte er so, jetzt gehen wir noch ein bisschen flippern. Und dann zogen wir also los, noch mal ein Stündchen oder anderthalb durch die Soester Kneipen und dann flipperte er. Und er war sehr geschickt auch da drin und dann fuhr er heim. Gerd Boder hatte auch engen Kontakt zu den in Soest lebenden Musikern. Viele seiner Stücke sind durch deren Anregung entstanden. So auch die 6 Etüden für Klavier durch Aufforderung von Gregor Weichert. Ich spielte damals das 2. Heft Prélude von Debussy vor und das hat ihm sehr tiefe Freude gemacht. Er sagte, was für eine wunderschöne Musik. Und gerade das letzte Prélude für D'Artifice, das kannte er nicht so gut, dieses Prélude, das gefiel ihm aus der Maßen und er hatte plötzlich die Idee, mit einem bestimmten, ganz kurz anklingenden Motiv des Feu d'Artifice selbst Klaviermusik zu schreiben. Und dann entstand daraus der Plan, eben Etüden zu schreiben.